Wer in Lahnstein wohnt, der Stadt ein paar Kilometer von Koblenz entfernt, kennt die Ritterstorzkaserne. Allerdings trug diese Bundeswehrliegenschaft vor noch nicht einmal einem Jahr im November 22 einen anderen Namen, Deines Bruchmüller Kaserne. Sie war benannt worden nach dem 1852 in Hanau geborenen und 1914 verstorbenen preußischen General der Artillerie Gustav Adolf von Deines, dem Schöpfer der deutschen schweren Artillerie. Und nach dem 1863 in Berlin geborenen und 1948 in Garmisch-Partenkirchen verstorbenen General der Artillerie Georg Bruchmüller. Aber auch diese beiden völlig unbelasteten verdienten Offiziere sind im Zuge der von der politisch-militärischen Bundeswehrführung betriebenen konsequenten Ausmerzung alter Traditionsnamen zum Opfer gefallen, da man, wie zumeist in solchen Fällen, gegen den Widerstand der Bevölkerung den alten Kasernennamen kassiert hat, um ihn gegen die neue, nichtssagende Bezeichnung Ritterstorzkaserne auszutauschen. Dafür musste dann auch der Koblenzer CDU-Abgeordnete sich mit seiner Zustimmung mächtig anstrengen. Das Ziel einer Namensänderung der Kaserne ist grundsätzlich nachvollziehbar. Der Artillerieoffizier Georg Bruchmüller steht aufgrund seiner Vergangenheit im Ersten Weltkrieg nicht für eine moderne Bundeswehr und die demokratischen Werte der Bundesrepublik. Diese Begründung des CDU-Politikers ist an den Haaren herbeigezogen, um mich dabei sehr höflich auszudrücken. Denn wenn General Bruchmüller aufgrund seiner, Zitat, Vergangenheit im Ersten Weltkrieg als Namensgeber unwürdig erscheint, wie sieht es dann bei den Protagonisten aus, die den Zweiten Weltkrieg als Offiziere mitgemacht haben? Hier eine Auswahl von 3 Verteidigungsministern und einem Bundespräsidenten. CDU, Leutnant in der OKW Amtsgruppe Abwehr unter Admiral Canaris, Kai-Uwe von Hassel. CSU, Heeresflak-Oberleutnant Franz Josef Strauß. FDP, Luftwaffennachtjäger Oberleutnant Walter Scheel. SPD, Luftwaffenflak-Oberleutnant Helmut Schmidt. Oder bei General Steinhoff, bei dem sogar ein Geschwader seinen Namen trägt. Bei der Logik der für die Umbenennungen Verantwortlichen würde es nicht überraschen, wenn die sich irgendwann aus Langeweile auch die eben genannten Namen zum Ausmerzen vorknöpfen. Zu der Lahnsteiner Posse kommt noch, dass das 1974 abgerissene Hotel Ritterstorz, in dem 1948 eine parlamentarische Konferenz zur möglichen Gründung des westdeutschen Staates stattgefunden hatte und nach der die Kaserne benannt ist, nichts mit Lahnstein zu tun hat, sondern mit dem benachbarten Koblenz. Was aber nun die Umbenennung mit Blick auf den General Bruchmüller betrifft, verwundert das schon. Denn dieser General des Ersten Weltkrieges, angeblich ja der Erfinder des modernen und systematischen Schießens der Artillerie mit dem Spitznamen Durchbruchmüller, galt ja über Jahrzehnte als der Guru der deutschen Artillerie. Aber was seine Erfindung des systematischen Schießens betraf und der dafür eingeheimsten Anerkennung, hatte er das auch seinen Büchern zu verdanken, in denen er sich selbst als der Erfinder gepriesen hatte, auch wenn es nicht der Wahrheit entsprach. Jedenfalls war er 1914 mit 51 Jahren wieder reaktiviert und an der Ostfront eingesetzt worden. Dort hatte er dann die häufige Nutzlosigkeit des stupiden Artillerieeinsatzes vor Offensiven erkannt, den mehrtägigen bzw. mehrwöchigen Beschuss mit sogenanntem Trommelfeuer zur Vernichtung des Gegners. Dadurch aber sei neben dem Verlust des Überraschungsmomentes, dem erheblichen Munitionsverbrauch und dem starken Verschleiß an den Geschützen lediglich bewirkt worden, dass sich das Angriffsgelände in eine für Mensch und Tier kaum mehr zu durchquerende Schlamm- und Ruinenlandschaft verwandelt habe. Bruchmüller hatte dann festgelegt, welcher Typ Artillerie wie gegen was eingesetzt werden solle. Feindliche Artillerie und versammelte Reserven sollten bekämpft werden von Fernkampfartillerie, Infanteriekampfartillerie und schwerstem Flachfeuer, während zum Beschuss der vorderen Linien schweres und leichtes Flachfeuer günstig sei. Würde man dann alle Feuerarten miteinander verbinden, so der Erfinder Bruchmüller, ergebe das die sogenannte Feuerwalze,
bei der von der Artillerie für wenige Minuten ein breiter Frontabschnitt beschossen werden würde, bis die Walze dann ca. 100 Meter weiter verlegt würde und die am besten dicht hinter der Feuerwalze folgende Infanterie dann in den zuvor beschossenen Abschnitt nachrücken könne. Er hatte dann im März 1916 sein angeblich neues Verfahren zum ersten Mal sehr erfolgreich in der Schlacht am Naratschsee in Weißrussland angewendet, auch indem Artillerie- und Infanteriesturmtrupps auf enge Zusammenarbeit angewiesen worden waren. Und er hatte, um Widerstandsnester im Direktfeuer bekämpfen zu können, der Infanterie Gefechtsfeldartillerie zugewiesen, wie den ursprünglich bei den Pionieren angesiedelten, im Mannschaftszug zu verlegenden leichten Minenwerfer 7,58 cm sowie leichte Begleitgeschütze wie die österreichische 7,5 Gebirgskanone M15. Schließlich war gemeinsam mit der Infanterie eine taktische Variante entwickelt worden, wonach die dafür extra ausgebildeten und ausgerüsteten Sturmtrupps der Regimenter feindliche Widerstandsnester umgehen und sich stattdessen auf den Durchbruch konzentrieren sollten, während die Bekämpfung und Einnahme die ihnen folgenden Kompanien übernehmen sollten. In der Schlacht von Karfreit 1917, der 12. Isonzo-Schlacht, zu der es dieses Video gibt, war dieses Verfahren mit vollem Erfolg eingesetzt worden, wobei hier, wie auch im März 18 bei der großen Schlacht in Frankreich, eine doppelte Feuerwalze mit verheerenden Folgen für den Gegner verschossen worden war. Die erste hatte 70% Gasgranaten enthalten und 30% Sprenggranaten, die zweite dann nur Sprenggranaten. Aber ich habe es ja bereits erwähnt, 1916 war Bruchmüller mitnichten der Erfinder dieses Verfahrens gewesen, der den anfangs des Krieges nicht mehr zeitgemäßen Einsatz der Artillerie im Zeitalter der beweglichen und immer stärker technisierten Massenarmeen verändert hatte. Stattdessen hatte Bruchmüller vieles davon aus einem ihm vorliegenden Erfahrungs- und Gefechtsbericht abgekupfert, der bereits im Herbst 1914 von einem anderen erstellt worden war, wobei dabei auch der Zufall eine Rolle gespielt hatte. Denn als 1914 die neuen Verfahren erdacht, geplant und ausgeführt worden waren, in taktischer Hinsicht ein artilleristischer Quantensprung, war das möglich geworden, weil der Zufall die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammengeführt hatte und auch der Auftrag passend war. So geschehen in der ersten Phase des Ersten Weltkrieges bei einer Schlacht, die für die Militärhistoriker so unbedeutend ist, dass sie so gut wie nirgends erwähnt wird. Aber gerade die Schlacht von Vailly-sur-Aisne am 30. Oktober 14 hatte genau das vorweggenommen, was der eloquente Selbstdarsteller Bruchmüller, ohne seine späteren Leistungen zu schmälern, für sich in Anspruch genommen hat. Dazu ist ein kurzer Rückblick notwendig. Als ab dem 18. August 14 der allgemeine Vormarsch des deutschen Heeres gegen Frankreich begonnen hatte, stand auf dem rechten Flügel im äußersten Norden, gemäß des Schliefenplanes, die erste deutsche Armee, geführt von Generaloberst Alexander von Kluck. Der Schliefenplan, ein Offensiv- und Vormarschplan gegen Frankreich, war 1905 vom Chef des Generalstabes Generaloberst Alfred Graf von Schlieffen erarbeitet worden. Vereinfacht ausgedrückt war gedacht, dass 5 deutsche Armeen, die 1. bis 5. mit zusammen mehr als 1 Million Soldaten aktiver Verbände gegen die französische Front Cambrai-Mars nördlich vorgehen und dann unter Ausführung einer großen Linksschwenkung eine Front gewinnen sollten, die im Westen Paris berührte und im Osten bis in die Argonnen südwestlich von Verdun reichte, um so das französische Heer in einer gewaltigen Umfassungsschlacht zu vernichten, wie es der Karthager Hannibal im Zweiten Punischen Krieg am 2. August 216 v. Chr. Bei Cannae im Südosten Italiens mit den 16 Legionen der römischen Konsuln, den Generalen Paulus und Varus, angestellt hatte. Ein besonders wichtiger Punkt für Schlieffen war die Stärkung des rechten Flügels der Sichel, mit der die Schwenkung durchgeführt werden sollte und die darin von Paris im Westen und den Argonnen im Osten eine durchgängige Front
bildete, wo man die Masse des französisch-englischen Heeres zu treffen und zu schlagen hoffte. Und tatsächlich hatte sich die kampfstärkste 1. Armee mit gewaltigen Marschleistungen durch die linke Flanke der französischen Armee und auch Verbänden des britischen Expeditionskorps durchgekämpft. Am 3. September war eine Ulanenpatrouille bis auf wenige Kilometer an Paris herangekommen. Aber dann war etwas Unvorhergesehenes eingetreten. Durch das Fehlen einer ausreichenden Reservearmee hinter dem rechten Flügel, von dem Schlieffen gefordert haben soll, dass er besonders stark sein solle, war während einer Umgruppierung der deutschen Front eine 40 Kilometer breite Lücke zwischen Klucks 1. Armee und der 2. von Generaloberst Karl von Bülow entstanden, die sich aufgrund gerade der angesprochenen fehlenden Reserven nicht schließen ließ. Als nun anglo-französische Streitkräfte in diese Lücke stießen, aus der sich die vom 5. bis 12. September stattgefundene Marne-Schlacht entwickelte, hatte der einem Zusammenbruch nahe Chef des großen Generalstabes, Generaloberst Helmut von Moltke, genannt der Jüngere, sich nicht etwa selbst ein Bild der kriegsentscheidenden Lage gemacht, sondern am 9. September einen Abgesandten an die Front geschickt, den Chef der Nachrichtenabteilung beim Chef des Generalstabes des Feldheeres, den königlich sächsischen Oberstleutnant Richard Hensch. Der erst vor ein paar Monaten vorher zu Oberstleutnant beförderte Hensch hatte die Lage ausgesprochen düster beurteilt, sich aber aufgrund einer mündlichen Instruktion der obersten Heeresleitung auch als befugt angesehen, selbstständig den Rückzug der 2. Armee zu befehlen, was dann der in Luxemburg sitzende Generalstab des Heeres, ab Oktober genannt Oberste Heeresleitung, zum Anlass genommen hatte, die Marne-Schlacht ganz abzubrechen, den weiteren Vormarsch anzuhalten und die deutschen Armeen bis zum 12. September ca. 80 Kilometer zurückgehen zu lassen, bis hinter den Fluss Aisne. Damit war der Schlieffenplan gescheitert und das deutsche Westheer musste vom Bewegungskrieg für Jahre in den Stellungskrieg gehen. Der Hauptfehler des nervenschwachen Generalobersten Moltke war unter anderem gewesen, sich mit der Heeresleitung in Luxemburg viel zu weit vom Geschehen aufzuhalten. Die war dadurch nicht in der Lage, unmittelbar zu handeln und zum Beispiel Führungsschwächen einzelner Befehlshaber durch klare Befehle zu egalisieren. Moltke war unmittelbar nach der Marne-Schlacht am 14. September seines Postens enthoben und durch den bisherigen preußischen Kriegsminister Generalleutnant Erich von Falkenhayn ersetzt worden. Der hatte 2 Monate später am 18. November gegenüber Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg festgestellt, dass der Krieg aufgrund des Debakels an der Marne und bei Ypern sowie angesichts der gegnerischen Ressourcen für Deutschland verloren sei und er daher für einen Verhandlungsfrieden plädiere, was Bethmann-Hollweg allerdings abgelehnt hatte. Was Hensch betraf, einer der engsten Berater Moltkes, hatte der zwar seinen alten Posten räumen müssen, war aber 1916 zum Oberst befördert und ein Jahr später zum Chef des Generalstabes der Militärverwaltung im besetzten Rumänien ernannt worden. Für seine dortigen Verdienste war er im September 17 mit dem Pour le Mérite ausgezeichnet worden, ist aber bereits im Februar 18 in Bukarest mit 49 Jahren krankheitsbedingt verstorben. Nach dem Rückzug der deutschen Armeen, den die Franzosen das Marnwunder nannten, hatten die deutschen Divisionen Verteidigungsstellungen im Norden des an vielen Stellen bis zu 100 Meter breiten Flusses Aisne bezogen. Von den Höhen konnten sie sowohl das Schützengrabensystem der britischen und französischen Regimenter einsehen, als auch Teile des Hinterlands. Allerdings war es den britischen Rot- und französischen Regimentern hellgrün in der vom 12. bis 20. September dauernden Schlacht an der Aisne gelungen, auf der Nordseite des Flusses größere Geländeteile als Brückenköpfe zu richten, die das in Gelb gezeigte Dorf einschlossen. Im Verlauf der nächsten Monate war dann das die in Grün gezeigte deutsche Front näher an den Fluss herangekommen, aber die grün-rote Ausbuchtung beim Dorf war bestehen geblieben und bildete damit eine stetige Bedrohung der deutschen Stellungen. Um nun diese Gefahr zu beseitigen, hatte von Kluck, dem 3. Armeekorps in Gelb,
mit ihren in grün gezeigten beiden Divisionen für den 30. Oktober einen Angriff mit begrenzten Zielen befohlen. Kommandeur des 3. Korps war General der Infanterie Ewald von Lochow. Für den Auftrag hatte er vorgesehen, die von Generalleutnant Georg Wichura geführte, aus Frankfurt an der Oder stammende 5. Infanteriedivision und die von Generalmajor Richard Herud von Roden kommandierte, aus Brandenburg an der Havel stammende 6. Infanteriedivision. Ziel der Operation der beiden Divisionen, die von schwerer Korpsartillerie unterstützt werden sollte, war die Vertreibung der Franzosen zurück über die blau gezeigte Aisne und die Eroberung der Höhen um das Dorf Vallée-sur-Aisne. Ihr Gegner im Süden war die französische 69. Infanteriedivision unter General Nero. Für den Angriff waren bei der 5. Infanteriedivision befohlen worden, das 3. Bataillon Leibgrenadierregiment König Friedrich Wilhelm III. Nummer 8 und das 2. Bataillon Infanterieregiment von Stülpnagel Nummer 48, beide von der 9. Infanteriebrigade, sowie dem 2. und 3. Bataillon des Grenadierregiments Prinz Karl von Preußen Nummer 12 und dem 3. Bataillon Infanterieregiment von Alvensleben Nummer 52 von der 10. Infanteriebrigade. Von der 11. Infanteriebrigade in der 6. Infanteriedivision das 3. Bataillon Infanterieregiment Graf Tauentzien von Wittenberg Nummer 20, die 3 Bataillone des Infanterieregiments Großherzog Friedrich Franz II. Von Mecklenburg-Schwerin Nummer 24 und die 3 Bataillone des Infanterieregiments Generalfeldmarschall Prinz Friedrich Karl von Preußen Nummer 64. Von der 12. Infanteriebrigade. In der Nacht auf den 30. Oktober 14 hatte der deutsche Angriff begonnen mit einem starken Artilleriebombardement sowohl der französischen Stellungen als auch des Hinterlandes. Dann um 8.30 Uhr waren die Infanteriebataillone marschiert. Binnen von 7 Stunden hatten sie alle Aufträge erfüllt, gleichzeitig 2000 Gefangene eingebracht. Orange zeigt die ursprüngliche Frontlinie, hellgrün, die nach 7 Stunden erreichte, über den in blau markierten Fluss. Nun wäre dieser doch sehr örtlich begrenzte taktische Erfolg nicht erwähnenswert bei all den anderen großen Gefechten an der Westfront während dieser Wochen, wenn sie nicht für den zukünftigen Einsatz sowohl des beteiligten Führungspersonals als auch dem kombinierten Einsatz von Infanterie und Artillerie von Bedeutung für das gesamte Heer gewesen wäre. Denn im krassen Gegensatz zu den gescheiterten, verlustreichen Operationen der von Generaloberst Albrecht Herzog von Württemberg geführten 4. Armee, in der vom 20. Oktober bis 18. November 14 dauernden 1. Flandernschlacht, in der ja auch der Angriff mangelhaft ausgebildeter und ausgerüsteter deutscher Reserveregimenter bei Langemark in französisches Maschinengewehrfeuer stattgefunden hatte, oder als die 6. Armee unter Generaloberst Kronprinz Ruprecht von Bayern es nicht geschafft hatte, die Stadt Ypern einzunehmen, hatte Klucks 1. Armee in der Schlacht bei Vallée-sur-Aisne binnen weniger Stunden alle Kampfaufträge erfüllt, bei einem Verlust von 3.500 Mann Gefallener oder Verwundeter. Wie aber war dieser schnelle Erfolg des 3. Armeekorps unter General der Infanterie Ewald von Lochow möglich geworden, dem die 1. Armee von Generaloberst Alexander von Kluck hier mit seinem Stab den Auftrag erteilt hatte? Nun, das hatte an mehreren günstigen Kombinationen gelegen, deren Auswirkungen man nur im Krieg feststellen kann, wenn nicht besserwisserische und sich einmischende Vorgesetzte, dickbäuchige Vorschriften oder frontfremde Vorgaben neuartige Operationsplanungen schon im Ansatz unmöglich machen. Und ich habe es vorhin bereits erwähnt, es war sowohl die Kombination, die für den Angriff verantwortlichen Offiziere, die im weiteren Verlauf ihres Lebens bedeutende Stellungen erhalten sollten, als auch der Inhalt des Auftrages. Stabschef des 3. Armeekorps war der damalige Oberstleutnant Hans von Seeckt, nach dem Krieg von 1920 bis 1926 Chef der Heeresleitung der Reichswehr. 1914 spielte er bei der Planung der Schlacht bei Vallée-sur-Aisne eine tragende Rolle. Tatsächlich haben seine Leistungen in dieser Schlacht
und der späteren Schlacht des 3. Armeekorps um Soissons im Januar 15 zu seiner Ernennung zum Stabschef der neu aufgestellten 11. Armee geführt. Hier sieht man ihn mit dem Kommandeur der 11. Armee, General der Kavallerie August von Mackensen und Kaiser Wilhelm II. War Seeckt für die Planung und Durchführung der Schlacht bei Vailly verantwortlich gewesen, so stand ihm mit dem ersten Generalstabsoffizier des 3. Armeekorps, Major Georg Wetzel, ein außergewöhnlich begabter Offizier zur Seite, der zuerst Pionier, dann Artillerieoffizier, dann Infanterieoffizier gewesen war, bis er nach dem Besuch der Kriegsakademie 1903 zum großen Generalstab kommandiert worden war. Wetzel, ausgezeichnet mit dem Eichenlaub zum Pour le Mérite, hat im Verlauf des Krieges eine bemerkenswerte Karriere gemacht, war im August 16 in der von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und Generaloberst Erich Ludendorff gebildeten 3. obersten Heeresleitung Ludendorffs rechte Hand geworden. Zuletzt war er Chef des Generalstabes der 5. Armee. Von der Reichswehr, die ihn ebenfalls in verantwortungsvollen Positionen gesehen hatte, war er 1927 mit dem Charakter eines Generals der Infanterie verabschiedet worden. Für den Einsatz der erheblichen Artilleriekräfte hatte Seeckt mit dem Artillerieberater der 1. Armee, Oberst Richard von Behrendt, einen der hervorragendsten Artillerieoffiziere des deutschen Heeres. Später, im Sommer 15, war Behrendt, der ebenfalls mit dem Eichenlaub zum Pour le Mérite ausgezeichnet worden ist, Artillerieberater der Armeegruppe Gallwitz geworden, benannt nach dem General der Artillerie Max von Gallwitz, die im August die Bezeichnung 12. Armee erhielt und war mitverantwortlich für den deutschen Sieg strategischen Ausmaßes über die russische Armee in der Durchbruchschlacht von Gorlice-Tarnow. Im letzten Halbjahr des Krieges war Behrendt Kommandeur der 29. Infanteriedivision. In der Reichswehr führte er unter anderem die 3. Division und Gruppenkommandos, bis er Ende 24 als General der Artillerie verabschiedet wurde. Aber im Ersten Weltkrieg, namentlich während der Schlacht von Vailly, hatte der Einsatz seiner Artillerie wichtige Erkenntnisse geliefert für das Gefecht im Stellungskrieg. Darüber hatte der Stab der 1. Armee einen Erfahrungs- und Gefechtsbericht angefertigt, in dem Konsequenzen für die neue Art der Kriegsführung an der Westfront aufgezeigt wurden. Dieser Erfahrungsbericht war so präzise und einleuchtend, dass er kurz darauf im gesamten Heer verbreitet worden war und damit wohl auch von General der Artillerie Bruchmüller gelesen worden ist. Den größeren Teil des Erfahrungs- und Gefechtsberichtes hatte eingenommen der Einsatz der Artillerie. So war erstmalig in der Schlacht von Vailly ein Artillerieberater auf Armeeebene zur Koordinierung von Feldartillerie und schwerer Artillerie eingesetzt worden, Oberstleutnant Behrendt. Die hatte dann auch dezidiert beschrieben, welche Artilleriegeschütze auf welche Ziele angesetzt wurden und wie ihre Wirkung gewesen war. So hätte sich zum Beispiel der Einsatz von Feldkanonen bis 9 cm und leichten Feldhaubitzen bis 10,5 cm gegen entfernte Ziele in Enfilade wirkungsvoll erwiesen, abgeleitet vom französischen Enfil in Reihe, womit das seit dem Ende des 16. Jahrhunderts von Musketieren praktizierte Verfahren gemeint war. Bei diesem liefen die Soldaten aus der ersten Linie nach ihrer Schussabgabe um die Formation herum, um sich dort zum Nachladen wieder einzureihen. Damit war ein regelmäßiges Feuer mehrerer Linien gewährleistet. Gegen feindliche Feldbefestigungen empfahl der Erfahrungsbericht schwere Feldhaubitzen der Korpsartillerie und 21 cm Mörser. Dagegen hätten Feldgeschütze sich im Stellungskrieg nur von begrenztem Nutzen erwiesen. Um nun ein optimales Zusammenwirken von Feld- und schwerer Artillerie zu gewährleisten, solle der höhere Artilleriekommandeur die Stellungen der unterschiedlichen Batterien kontrollieren und damit sicherstellen, dass die jeweiligen Geschütze optimal eingesetzt würden. Seine Funktion als Armee-Artillerieführer habe es ihm auch während der Schlacht erlaubt, das Feuer einer größeren Anzahl von Batterien unterschiedlichen Kalibers zusammenzufassen. Behrendt konnte seine Ausführung auch deshalb begründen,
da er selbst während der Schlacht die unterschiedliche Artillerie überwacht hatte, ein Vorgang auf Armeeebene, der im Ersten Weltkrieg bisher nicht praktiziert worden war. Eine weitere bahnbrechende Neuerung in dieser Schlacht war die Festlegung von artilleristischen Zielen durch Luftaufnahmen. Zum ersten Mal im Krieg waren im deutschen Heer, hier bei der 1. Armee, Flugzeuge zur Aufklärung eingesetzt worden, um feindliche Stellungen und Artillerie zu fotografieren. Nach Rückkehr und Entwicklung hatten dann Artilleristen die Ergebnisse auf die Lagekarten übertragen, um genaue Standorte und Entfernungen berechnen zu können. Richtig ist, dass auch die britische Armee schon früh Flugzeuge zur Artillerieaufklärung eingesetzt hatte. Allerdings hatten die noch keine Fotografien gemacht, sondern hatten zum Beispiel zwei Schleifen über einer deutschen Artilleriestellung oder Truppenansammlungen gedreht, die dann von der britischen Artillerie beschossen worden waren. Und nicht General Bruchmüller hatte 1916 als erster Feuerwalzen verschossen, sondern bereits 1914 die Korpsartillerie der 1. Armee. Dazu hatte Oberstleutnant Behrendt in der Nacht auf den 30. Oktober und dann am frühen Morgen konzentriertes Artilleriefeuer in 5 Abschnitten ausführen lassen. Während der einzelnen Feuerpausen waren dann Spähtrupps mit artilleristischer Beteiligung vorgegangen, um Zerstörungen zu beurteilen und gegebenenfalls das Artilleriefeuer anpassen zu können. Um den Gegner über die eigenen Absichten im Unklaren zu lassen, hatte jede Feuerwalze zeitlich unterschiedlich lange gedauert, zwischen 30 bis 90 Minuten. Die 5. und letzte war dann besonders heftig ausgefallen, um französische Grabenbesatzungen vor dem deutschen Infanterieangriff zu lähmen. Darüber hinaus hatte Oberstleutnant Behrendt sogenanntes Kastenfeuer entwickelt, hier eine englische Artilleriekarte von 1917, und eine frühe Form der Feuerwalze und bewegliches Sperrfeuer, all das, was Oberst Bruchmüller erfunden haben will. Als nun die Infanterieregimenter der beiden deutschen Divisionen 5 und 6 nach den 5 Feuerwalzen vorgegangen waren, hatte die weiterschießende eigene Artillerie ihr Feuer vor den Infanteristen auf vorher festgelegte Punkte verlagert, die auf den Karten der Infanterie eingezeichnet waren. Mit diesem Feuer waren Geländeteile des Schlachtfeldes gesperrt worden, was das Heranführen französischer Reserven verhindert oder zumindest erschwert hatte. Ein willkommener Schutz vor Überraschungen aus den Flanken. Im Nachlass von General von Seeckt befindet sich die Ausarbeitung eines Majors namens Arthur Bullrich von 1914 mit dem Titel »Die Schlacht bei Vallée am 30.10.1914 als Ausgangspunkt für die Erfolge bei Gorlice entscheidender neuer taktischer Grundsätze«, in dem Bullrich eindeutig feststellt, Feuerwalzen, rollende Sperrfeuer und Kastensperrfeuer waren allesamt aus der Planung der Schlacht von Vallée entstanden. Schließlich hatte der von Infanterie- und Artillerieoffizieren erstellte Erfahrungsbericht der 1. Armee vom Oktober 14 für Angriffe im Stellungskrieg auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung vor jedem Angriff hingewiesen, damit weg vom frisch-fröhlichen Angriff mit Seitengewehr und Hurra in das Feuer der französischen Maschinengewehre. Und eine Forderung hatte auch gelegen in der Bedeutung der engen Zusammenarbeit zwischen Infanterie und Artillerie vor und während jeden Angriffs und der absoluten Wichtigkeit, realistische Ziele festzulegen. So war wohl die Schlacht bei Vallée-sur-Aisne von anderen größeren Gefechtshandlungen aus den Geschichtsbüchern verdrängt worden. Aber der heute vergessene Erfolg des 3. Armeekorps war von nun an dem gesamten deutschen Heer zugute gekommen.